ist der Timmy und frisst seinen Kauknochen. Und ich gehe jetzt nach hinten, um für den Hummel schon mal die Stangen aufzubauen, weil wir wollen nachher mit dem nach hinten die Schaukel reparieren und dann kann er gleich die Stangen kennenlernen. Aber auch schon Leckerlis. Und dann wird er die jetzt kennenlernen. Nur das halt, ich kann die Leckerlis nicht irgendwie in die Tasche tun, weil dann verliere ich die alle. Okay, ich bin auf mutig, ich tue es jetzt einfach in meine Hoodie-Tasche. Und jetzt versuche ich den blöden Ding hier aufzukriegen. Hummelchen. Guck mal, was ich hier hab. Da geht das Ding. So, Hummel. Hummelchen, dann. Bitte einmal hier rüber. Hummel. Hummel. Komm. Ja. Einmal hier durch. Und so gesehen ist halt. Versprung. Und komm. Okay. Du hättest da eigentlich links rüberlaufen sollen, aber. Okay. Komm. Hast du Leckerlis? Ja. Moment. Guck mal, jetzt kriegst du deine Leckerlis. Thank you.
Die Trommeltraining ist heute beendet. Red mit dem hier. Wir wollen mit dem hier noch einmal springen hier. Damit Hummel sieht, wie es geht. So, Timmy. Timmy, komm. Timmy, oh, sorry, Hummel. Ja, komm, wir auch rüber, Hummel. Hummel. Hummel versteht Hummel. Den Sinn von dem Sprung noch nicht ganz. Ja. Der Sturm juckt ihn nicht wirklich. Ich hab's nicht gewählt. Ich geh auf den Kopf. Tschüss. Mami? Komm. Ach, das ist so niedlich hier. Komm, Mami. Timmy hat wieder seinen Kauknochen. Ne Hummelbummel? Der Alte natürlich auch sofort kugelt. Hummel, nicht zur Terrassentür rein. Hier rein. Hummel, komm rein. Ja, komm rein. Hummel. Komm rein. Hummel, komm. Hummel. Geh mal da weg, sonst kommt mir fett. Wir machen uns einfach fertig. Irgendwann wird es schon reinkommen. Oder auch nicht. Ey, Hummel, nicht allein draußen bleiben. Hummel will nicht zur Haustür rein. Okay. Gut, jetzt ist er drin. Und ganz fett loben, weil jetzt ist er ja drin. Dann findet die Haustür unheimlich. Ich glaube, er will noch spielen. Wo bist du denn, Hummel? Ah, hast du was getrunken? Komm, komm, komm. Nee, das ist mal mein Hummel. Hier. Nein, zum Döner. Willst du noch spielen?